Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und natürlich wollen wir auch 2021 die vergangenen 12 Monate Revue passieren lassen und dieses Jahr zum allerersten Mal in diesem Format. Ich habe mir gedacht, dass wir uns dieses Jahr ja relativ selten hier auf dem Kanal gesehen haben, was mir erstmal leid tut. Aber dann dachte ich mir, ich könnte ja als Ausgleich den Silvester-Talk zum ersten Mal vor der Kamera machen. Bisher war es bei allen Silvester-Talks, bei allen 5, die es bisher gibt, seit 2015, jedes Jahr bis auf 2017, war es immer so, dass die Silvester-Talks wie so eine Art Podcast waren. Ich habe mich hingesetzt, einfach so geredet und es gab so ein kleines Bild im Hintergrund und das war's. Aber ich dachte mir, hey, warum nicht mal mit Kamera? Ich meine, was spricht dagegen? Ich habe mir über dieses Jahr verteilt immer wieder Notizen gemacht, die ich mir hier auf meinem Laptop aufgeschrieben habe. Das heißt, wenn ich hier so in diese Richtung gucke, dann wisst ihr, woran das liegt. Es ist viel passiert. Tatsächlich sehr, sehr viel. Und ich habe das Ganze, wie gesagt, immer wenn Sachen passiert sind, mir aufgeschrieben. Ich habe nicht für jeden Monat super viel. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die zweite Jahreshälfte bedeutend gefüllter war als noch die erste. Und auch aus meiner Sicht irgendwie cooler. Aber dazu kommen wir noch. Wie üblich möchte ich kurz einmal anfangen und zurückschauen auf den letzten Silvester-Talk, den 2020er-Talk. Ich sag mal so, das war nicht nur der bisher längste Silvester-Talk, sondern es war auch der, auf den ich mich wahrscheinlich am meisten gefreut habe, weil ich ein extremes Redebedürfnis hatte, über 2020 zu quatschen und ich wollte unbedingt meine Gedanken loswerden und deswegen habe ich mich das ganze Jahr 2020 auf diesen Talk gefreut und bin auch bis heute ganz zufrieden damit. Und ich habe da so ein paar Sachen angesprochen für 2021. Ich hatte einige Vorsätze. Und zwar wollte ich mir zunächst einmal im Januar einen Nebenjob suchen. Habe ich auch gemacht. Im Januar bin ich zu einem nahegelegenen Supermarkt gegangen und habe dort gefragt, ob es Bedarf für eine Aushilfestelle gibt. Und es wurde bejaht und so konnte ich dann im Februar, zum 2. Februar, anfangen. Das heißt, diesen Vorsatz habe ich mir erfüllt, aber mehr zu dem Job später. Dann wollte ich massig Dinge nachholen. In Klammern Reisen, Partys. Und da habe ich mir noch zwei Zitate aufgeschrieben, die dazu passen. Ich freue mich auf die Normalität, Zitat 1. Und Zitat 2. Vielleicht können wir nächstes Silvester ja wieder mit unseren Freunden feiern. Das zeigt so ein bisschen, der zweite Vorsatz mit diesen beiden Zitaten zeigt so ein bisschen, was allgemein meine Meinung war, Ende von 2020, going into 2021, dass ich nämlich tatsächlich recht hoffnungsvoll war, ja, ohne jetzt zu viel über das ganze Thema zu sprechen, weil ich weiß, es ist auch viele nervt, ich kann es nicht komplett vermeiden, weil es nun mal mein Leben krass bestimmt, Corona und die ganze Impfstoffsituation. Ende 2020 ging in Deutschland die Impfkampagne los, ungefähr eine Woche, nachdem ich meinen Talk aufgenommen habe, also das war noch kurz davor. Und ich hatte Hoffnung. Ich habe gedacht, jo, dieser Impfstoff, der hat so wie so ein Licht am Ende des Tunnels. Man sieht jetzt so, okay, da geht's ab. Mit dem kommen wir hier vielleicht raus. Und wir erreichen hoffentlich eine Impfquote und dann brauchen wir vielleicht auch uns in einem Jahr, eben zu Weihnachten, nicht mehr die Sorge machen. Ne? Soll ich mich mit meinen Großeltern treffen? Oder ist das gefährlich? Oder mit wie vielen Leuten sollte ich mich treffen? Oder überhaupt mit irgendwem? Oder was geht überhaupt ab? Lange vor irgendwelchen Delta-Varianten oder Impfdurchbrüchen oder irgend so einem Kram. Geschweige denn Omikron. Und um das auch schon mal vorwegzunehmen, diesen Optimismus fürs nächste Jahr habe ich dieses Jahr nicht. Also ich sehe mich in einem Jahr hier sitzen und sagen, ja, was haben wir daraus gelernt aus 2021? So rein pandemietechnisch nix. Nicht viel. Mal gucken, ob wir unsere Impfquote erreichen. Also Normalität haben wir nicht. Wir haben keine Normalität. Silvester feiern irgendwie 10 Leute, aber nur geimpft. Und es ist nicht normal. Also die Situation ist nicht normal. Ich bin geimpft und ich unterstütze das alles, gar keine Frage. Aber es ist ja nicht normal, dass man sich nur mit 10 Leuten treffen kann, wenn alle geimpft sind. Das ist ja kein Normalzustand. Versteht ihr, was ich meine? Nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Ich hole mir auch gerne meinen 4. Shot ab, irgendwann im Frühjahr. Und naja, deswegen habe ich auch viele Dinge nicht nachholen können. Ich wollte erst sagen, ich war dieses Jahr auch nicht wirklich reisen. Stimmt aber nicht. Ich habe 2 Reisen unternommen. Zu denen kommen wir noch.
Partys, ich war auf einer Party im Sommer. Auf zwei. Im Halloween-Party gab es auch noch. Aber keine großen Partys, ich war nicht im Club oder irgendwas. Bin ich auch nicht der Mensch für. Aber gut, das waren so ein bisschen meine Prediction war, dass wir Ende 2021 ein relativ normales Leben haben. Kann man so zusammenfassen. Ist nicht passiert. Schade drum. Aber was war jetzt eigentlich dieses Jahr los? Im Januar habe ich mir zunächst, wie gesagt, einen Job gesucht und ihn auch gefunden. Und ich habe über das Jahr hinweg immer wieder drüber gesprochen, deswegen will ich das Thema relativ kurz halten. Es war immer wieder Thema auch in Livestreams, dass ich ja im Einzelhandel gearbeitet habe, was ein Bereich ist, der recht berüchtigt ist dafür, dass er Leute relativ schnell auslaugt. Und das kann ich auch so bestätigen. Und das, obwohl ich ja bloß Aushilfskraft war. Das heißt, mein Respekt für Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, also auch Vollzeit arbeiten oder auch mehr aushelfen als ich, Werkstudenten, die noch mehr arbeiten, ist immens gestiegen. Und ich würde zwar nicht nochmal im Einzelhandel arbeiten, zumindest nicht in einem normalen Supermarkt, sagen wir es mal so, aber ich habe dadurch sehr viel gelernt und weiß es mehr wertzuschätzen, was immer eine schöne Sache ist. Man hat eine Perspektive kennengelernt, nämlich wie es ist, einen Supermarkt sozusagen daran mitzuarbeiten, daran, dass dann Produkte da sind, dass das Kassieren läuft und dass die Zahnräder sich drehen. Und man gewinnt dadurch eine andere Perspektive auf etwas, was man halt jede Woche mindestens einmal macht, nämlich einkaufen gehen. Und insofern, ich habe ja auch gut Geld dadurch verdient, von dem ich fast alles ausgegeben habe. Ein paar Rücklagen habe ich aber noch. Kommen ja ein paar coole Sachen raus nächstes Jahr. Aber grundsätzlich kann ich es empfehlen, im Einzelhandel, im speziellen Supermarkt zu arbeiten. Trotz aller negativen Erfahrungen würde ich sagen, ja. Weil, wie gesagt, man wächst mit diesen Erfahrungen und ich würde sagen, jeder Job, den man macht, der bringt einen irgendwie weiter. Aber kann ich so sagen. Ich habe bisher Ferienjobs gemacht, wo nur ein einziger Ferienjob war, wo ich danach dachte, das ist so eine Richtung, das könnte ich mir theoretisch vorstellen. Das war damals, als ich auf die Flüchtlingskinder aufgepasst habe. Ich dachte, das hat mir irgendwie, diese menschliche Interaktion hat mir gefallen. Und bei den anderen Jobs war es aber so, im Büro sitzen, im Abwasch in der Gastronomie oder halt im Einzelhandel, wäre jetzt nicht so mein Job. Deswegen, dann habe ich mir aufgeschrieben für den Januar, ich habe meine Spaziergänge begonnen. Es ist total verrückt. Letztes Jahr im Dezember bin ich umgezogen. Na, bei dem ganzen Kram, der 2020 passiert ist, das Ende des Jahres war doch ganz schön. Nach der ewigen Wohnungssuche und dem Mitbewohner-Drama, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ist Ende des Jahres dann etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe, nämlich bin ich hier in diese Wohnung gekommen. Und ich habe dann angefangen, scheinbar im Januar regelmäßig bin ich spazieren gegangen. Ich glaube, ich habe das jeden Tag um 17 Uhr gemacht. Ich glaube, ich bin jeden Tag um 17 Uhr spazieren gegangen. Mal eine größere Runde, mal eine kleinere, immer so ungefähr 3 Kilometer. Nicht hardcore viel, klar. Aber es hat damals sehr geholfen, in dieser wilden Zeit auch meine Gedanken zu sortieren und auch so ein bisschen Bewegung in meinen Alltag reinzukriegen. Das war ganz wichtig, weil ja, da war ich noch nicht in dem Job. Später, als ich den Nebenjob dann hatte, habe ich das nicht mehr gemacht, weil mir dann die Zeit fehlt und auch ehrlich gesagt dann ich dann meist müde war, wenn ich von der Arbeit kam. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber das war eine Sache, die werde ich, denke ich, im neuen Jahr wieder mal anpacken, weil es echt spazieren gehen, das ist ja gut für die mentale Gesundheit, das habe ich auch gemerkt. Und ich kam mal ein bisschen raus und habe auch meine Umgebung erkundet. Wie gesagt, ich war ja neu hier, ne? Und im Gegensatz zu meiner alten Wohnung ist das hier auch eine Umgebung, durch die man echt ganz gut spazieren gehen kann. Also ist ganz schön. Und da kann ich mich nicht beschweren. Früher bei meiner WG, das war keine Gegend, wo man, gerade wenn es nachts dunkel ist und ich bin ein Mann. Also, ne, da bin ich nicht rausgegangen. Also könnt ihr grob abschätzen, wenn ich als 1,92 Meter Mann nicht nachts dort rausgegangen bin. Ja, sagt euch, glaube ich, einiges drüber. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß gar nicht warum, die Inauguration, also die Amtseinführung von Joe Biden. Die war im Januar. True, ist richtig. Müsste der 20. gewesen sein. Ja, war ganz interessant, diese Prozedur sich anzuschauen und das Gefühl zu haben, yo, dieser ganze Quatsch mit Trump ist vorbei, nachdem ja kurz zuvor diese Kapitolstürmung war, die bis heute nicht richtig aufgearbeitet ist, wo ich auch finde, dass es eine absolute Schande ist, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, aber dass sich dort ranghohe Politiker der Republikaner querstellen und blockieren, dass das untersucht wird,
Man kann ja von Trump halten, was man will. Aber da wird das Kapitol angegriffen. Ich finde, das ist so ein, und da sind Menschen gestorben, wenn ich mich recht erinnere. Also, ja. Joe Biden, ja, gut. Das Schöne ist halt bei Joe Biden, man kriegt halt wenig von ihm mit. Bei Trump war es so, jeden Tag war irgendwas. Jeden Tag irgendein dummer Tweet, jeden Tag irgendeine News, irgendein Skandal. Wirklich jeden Tag. Und es war irgendwann so ermüdend. Und hat nochmal richtig meine Wertschätzung für Angela Merkel gesteigert, von der man nichts mitbekommen hat. Und bei Joe Biden ist es ähnlich. Ist es ähnlich. Ich meine, der postet auch auf Twitter Kram und so weiter. Aber es ist halt was ganz anderes. Und ich finde es sehr, sehr angenehm, dass Trump jetzt mittlerweile so in der Versenkung verschwunden ist. Mal gucken, ob er 2024 wiederkommt. Schauen wir mal. Dann habe ich meine Allergietherapie angefangen. Das ist nämlich eine Sache, wissen vielleicht manche gar nicht, aber ich habe eine Allergie gegen Gräser und Roggen, aber vor allem Gräser. Hat sich in den letzten 3 Jahren geäußert, angefangen damals bei einer Vatertagstour, 2019 oder 18 hat das angefangen, müsste 19 gewesen sein, dass ich das zum ersten Mal hatte, dass ich dachte, boah, da ging es mir richtig schlecht und übelst Kopfschmerzen und alles war kaputt. Ich dachte mir, vielleicht habe ich irgendwie, weiß nicht, irgendwas komisches gegessen, keine Ahnung. Und dann war es ein Jahr später, 2020, aber nochmal. Und dann habe ich mal einen Test machen lassen und habe rausgefunden, jo, da ist eine definitive Allergie vorhanden. Auch eine Unverträglichkeit gegen Roggen, was hilfreich war, weil ich so einiges an Brot nicht mehr essen kann und es geht mir dadurch deutlich besser. Also falls ihr solche Probleme habt, dass ihr euch irgendwie, dass ihr ständig irgendwie Magenprobleme habt oder auch zum Beispiel in der Saison, man kann ja, es gibt ja Apps, die auch euch anzeigen können, was fliegen gerade Gräser, fliegt gerade Roggen, Pollen und Kram. Guckt euch das mal an und wenn ihr den Verdacht habt, dass da irgendwas sein könnte, macht so einen Allergietest, ist kostenlos. Und weil wenn ihr das nämlich innerhalb der ersten 3 Jahre eurer Allergie feststellt, könnt ihr mit einer Sensibilisierungstherapie gegenwirken. Und es ist ein bisschen komisch, dass sich das bei mir erst nach 19 Jahren auf dem Planeten entwickelt hat. Bei meinem Vater war es aber ähnlich. Mein Vater hat sich das erst nach 17 Jahren entwickelt. Das kann passieren. Also nur weil ihr jetzt schon irgendwie 25 seid, muss das nicht bedeuten, dass ihr keine Allergien jemals haben werdet. Auch zum Beispiel Haustierhaare und so. Also falls ihr da Verdachte habt, lasst das definitiv durchchecken. Das macht es auf jeden Fall angenehmer, weil dann könnt ihr die Therapie noch machen. Und die mache ich jetzt. Im nächsten Januar geht es weiter, also jetzt in ein paar Tagen. Das läuft 3 Jahre lang, kriegt man einfach ein paar Spritzen und dann soll man angeblich sensibilisiert sein. Dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass das schon ein bisschen besser war. Nach der ersten Runde sozusagen. Also im Frühjahr 2021 dann. Kann aber auch Placebo sein. Dann habe ich mir 3 YouTube-Sachen aufgeschrieben oder 4 YouTube-Sachen. Erstmal, wir hatten weniger BBU-Content als noch im alten Jahr. True, das zieht sich durch das ganze Jahr. Zu BBU sage ich später noch was. Minecraft Tectimate lief. Ich weiß gar nicht mehr, ob das da angefangen hat oder ob das da noch lief. Ich weiß es nicht mehr. Tectimate war ganz cool. Am Anfang war ich relativ gehypt, aber dann relativ schnell hat es mich verloren, weil es mir zu komplex war und ich nicht so Bock hatte, mich in den ganzen Tectimate-Kram reinzufuchsen. Falls wir wieder ein Modpack irgendwann spielen, wäre ich sehr für Hexit. Ich fand Hexit immer ultra sick. Und aktuell läuft ja noch das Refugium-Projekt, wobei das bald endet, wenn ihr das hier seht. Ja, Minecraft geht halt immer, ne? Und ich habe dann halt am Anfang des Jahres Tectimate gehabt, zum Ende des Jahres Refugium. Und so schließt sich der Minecraft-Kreis. Ist einfach ein geiles Game. Was soll ich zu Minecraft sagen? War cool. War auf jeden Fall cool. Trotzdem, dass wir so ein Projekt hatten, auch mit Yannick's Modpack und so weiter. War einfach cool, dass wir sowas generell hatten. Im Januar war auch das erste richtige MK8-Turnier. Wir hatten im Dezember schon mal eins. Aber im Januar war das erste richtige MK8-Turnier. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gewonnen hat. Ich glaube Homepage. Ist auch egal. Die MK8-Turniere zogen sich über die nächsten Monate, haben sich zwischendurch einmal abgewechselt mit einem Smash-Ultimate-Turnier. Und haben mir zwischendurch das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Habe ich schon mal drüber gesprochen, ne? Dass das irgendwann echt frustrierend war, weil wir haben halt in der Community ein relativ hohes Skill-Level, muss man sagen, bis auf Yannick und Adrian. Und wenn dann halt alle zusammenkommen und gingen erfahren und es geht auch noch um Preisgeld, wird halt reingeschwitzt. Und ich weiß nicht mehr, ob das im April war oder im Mai, wo ich hatte basically das Turnier halt fast gewonnen. Oder ich, was heißt fast gewonnen, ist halt Bullshit, aber am Ende ist mir halt so viel Scheiße passiert in der letzten, ich glaube es war auf Bowser's Festung, wo ich noch gebackspammt wurde und dann übelst gemarkert hatte und dann war ich nur noch irgendwie Dritter oder irgendwas. Das hat mich sehr frustriert. Viele sagen, es ist ja nur ein Spiel, aber es war schon hardcore frustrierend, deswegen habe ich auch dann ausgesetzt und nicht mehr mitgemacht. Und dann haben sich ja die MK8-Turniere auch irgendwie im Sand verlaufen. Und eine Zeit lang war mir das Spiel dadurch echt madig gemacht worden, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich habe auch dieses Jahr ja sehr, sehr wenig MK8-Parts gemacht auf meinem Let's Play-Kanal.
Und ich habe immer wieder gesagt, jojo, dazu mache ich einen MK8-Part. Besuch bei Yannick zum Beispiel oder die Impfungsgeschichte oder auch ein abschließender MK8-Part zu meinem Nebenjob. Kam nicht, weil ich dann mir nie dachte, boah, yo, MK8. Ich habe es dann eher mal gestreamt oder eher mal privat gespielt. Benny sucht ja aktuell noch seine Punktzahlen. Ich hoffe, wenn das Video hier online kommt, hat er seine Punktzahl auch erreicht, die 99.999, weil sonst ist der Junge bankrott. Mittlerweile bin ich bei MK8 wieder am Start und ich hoffe auch im nächsten Jahr mehr Parts machen zu können. Mal gucken, wenn überhaupt was passiert, weil es passiert ja auch eine Zeit lang, im ersten Halbjahr passiert ja auch nichts. Also ich konnte natürlich einen Part machen über irgendwelche komischen Erfahrungen und bei meinem Job, aber wie früher, dass man wirklich irgendwie Sachen erlebt in der Bahn, in der Uni oder was weiß ich, in der Schule, wo man dann einen Part drüber macht, gab es halt nicht, weil es ja nichts passiert. Ne? Und dann habe ich letzte Woche des Januars schon mal eine Content-Pause gemacht. Ich weiß nicht genau, worauf sich das bezieht, ob ich da auch eine Twitch-Pause hatte. Ich weiß es nicht. Das war jetzt ja auch, glaube ich, das erste volle Jahr auf Twitch. Ich glaube, 2020 bin ich ja erst am Anfang des Jahres auf Twitch gewechselt. Glaube ich. Vor der Pandemie noch. Müsste so sein. Also 2021 müsste, glaube ich, auch das erste volle Twitch-Jahr gewesen sein. Und es war ziemlich, ziemlich cool. Ich möchte mich an der Stelle, wir sind jetzt schon 16 Minuten im Talk, es tut mir ein bisschen leid, aber einmal ganz kurz bedanken für den Support. Auf YouTube, auf Twitch. Ich habe auf Twitch, glaube ich, relativ gut durchgezogen. Ich habe relativ ziemlich regelmäßig gestreamt. Dieser Zwei-Tages-Rhythmus gefällt mir ganz gut. Ich hatte natürlich auch Pausen zwischendurch. Klar, ist auch notwendig. Auf YouTube habe ich nicht durchgezogen. Auf YouTube, ich wollte die 500 Abonnenten erreichen dieses Jahr. Ich hab mich aber nicht hingesetzt. Ich habe ein halbfertiges Video wieder auf der Platte für meine Spiele 2021. Ist einmal nicht fertig. Es ist seit 2 Wochen aufgenommen. Ich habe es nicht fertig gemacht. Verstehe ich selber nicht. Andere Videos habe ich aufgenommen und verworfen. Mein Let's Play-Kanal habe ich wenigstens MKDS beendet. Krass. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, im neuen Jahr gebe ich mir Mühe, dass es mehr Content gibt und so, aber das werde ich auch, also weil ich habe ja Bock, Content zu machen, aber ich muss ehrlich sagen, dieses ganze Livestream-Ding sagt mir mittlerweile deutlich mehr zu als YouTube-Videos. Was schade ist. Was eigentlich wirklich schade ist. Liegt bei mir aber nicht an YouTube als Plattform. Ich weiß, dass manche ja auch durch YouTube als Plattform, durch die Aktion der Firma YouTube, so ein bisschen entmutigt sind. Das ist bei mir nicht der Fall. Dass der Dislike-Button verschwindet, könnte mir egaler zum Beispiel nicht sein. Ist doof für Tutorials, ja. Aber weg. Das war der Januar. Februar. Die ersten Arbeitstage. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Die ersten Arbeitstage waren sehr wild. In einem Bereich zu arbeiten, in dem ich noch nie gearbeitet habe, war halt sehr experimentell und hat Spaß gemacht. War aber auch stressig und anstrengend, auf jeden Fall. Es war aber eine Erfahrung. Ich hatte wieder ein bisschen mehr Struktur im Tag. Ne? Das waren ja dann auch, Februar war ja auch dann Semesterferien irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann genau. Mitte Februar, keine Ahnung. Und dann hatte ich trotzdem Struktur am Tag. Was mir sehr wichtig war. Ich wollte ja einen Ausgleich haben zu dem ständigen Zuhause rumgesitze. Seit Beginn des Online-Semesters im April 2020 war ich ja nur noch zu Hause gewesen. Fast. Hatte aber keinen anderen Ausgleich. So, ich war nicht mehr im Fitnessstudio oder wann so. Und dann hatte ich noch YouTube und Twitch, dann war ich auch einmal hier. Und halt nicht irgendwo. Und deswegen war ja auch einer der Gründe, warum ich mir den Job gesucht habe. Und halt natürlich, um Geld zu verdienen. Und apropos Geld, ich habe Geld ausgegeben. Ich habe mir nämlich 2 relativ fette Sachen bestellt. Nämlich einmal dieses formschöne Regal, das Kallax-Regal. Ihr kennt das YouTuber-Regal, man kennt es. Und das könnt ihr, glaube ich, nicht sehen. Die TV-Bank, auf der mein Fernseher steht. Es gibt im neuen Jahr, ich habe mich dazwischen, es gibt eine Roomtour. Ich mache eine Roomtour. Okay, wo ich euch das alles mal zeige, wie das hier so ist. Ich bin zwar der Meinung, dass ihr das eigentlich ganz gut sehen könnt auf der Cam und so, aber so ein paar Detailsachen vielleicht sind ganz interessant. Das ist nur ein bester TV-Möbelstück mit 2 Schubladen und so 2 Fächern und da. Das ist ganz cool. Und das war noch nicht vom Arbeitsgeld gekauft, sondern von ein paar Ersparungen. Ersparungen? Ansparungen. Ja, und ich hatte dann auch in den Wochen, in dem Zeitraum, die ersten Gäste in der neuen Wohnung. Nämlich meine 2 besten Kumpels waren hier. Und das war cool. Die waren nicht zusammen hier, wir waren getrennt, aber einer hat mir halt geholfen noch beim Möbel aufbauen. Das war echt nice. Und allgemein, man muss halt über den Anfang des Jahres wissen, die erste Jahreshälfte, dass ich hier relativ alleine war. Wie gesagt, Kontext, Online-Semester. Kontext, auch neue Wohnung. Gut, in meiner alten Wohnung, ich kannte da auch keinen, aber da hatte ich wenigstens noch eine Freundin, die nebenan gewohnt hat. Wir waren praktisch Nachbarn.
Aber sie war sowieso selten da wegen Online-Semester und Kram. Und Anfang 2021, nämlich im Januar, sind meine beiden besten Uni-Freunde ins Auslandssemester gegangen und waren dann für ein halbes Jahr weg. Und ich wäre ja auch eigentlich weg gewesen, aber Corona und ich wollte nicht alleine weg und naja. Und ich kann es nicht verneinen, ich habe mich in der ersten Jahreshälfte doch auch manchmal hier alleine gefühlt. Ich habe das, wenn meine Mutter mich gefragt hat so, oder irgendwer mich gefragt hat so, yo, ist das nicht so ein bisschen einsam? Ich so, nö, passt schon so. Weil ich hatte ja, das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich hatte ja euch. Ich hatte ja meinen Kanal, ich hatte ja Twitch, ich hatte Discord, die Game Talks jeden Abend eigentlich. Anfang des Jahres unsere regelmäßigen Smash-Runden zum Beispiel, die wir hatten. Der BBU-Kanal lief, da habe ich ganz viel zu tun gehabt mit anderen Leuten. Denn beim Nebenjob, klar, jetzt keine krass intimen Beziehungen zu den Personen, aber immerhin ein menschlicher Kontakt. Aber wenn ich halt dann hier war und der PC war halt aus oder ich war halt nicht im Call oder im Stream, habe ich schon ein bisschen vermisst. Weil ich halt mit meinen beiden Uni-Freunden 2020 einiges gemacht habe. Wir haben Mario World durchgespielt auf dem Original Super Nintendo. Das war richtig sick. NSMBW haben wir angefangen. Nie weitergespielt. Ist mir relativ recht, weil ich das Spiel nicht mag. Aber wir hatten noch viele Sachen vor. Und die erste Jahreshälfte musste ich halt aber darauf warten. Und ich habe mir gedacht, oh, jo, irgendwann kommen die wieder. Im Juni kommen die wieder. Jo, wird voll sick. Und es wurde auch sehr sick. Also ja, hat sich gelohnt. Aber das war dann halt so ein bisschen erst im Februar die ersten Gäste in der Wohnung zu haben. Ist auch wieder so ein Pandemie-Ding, ne? Ist ein absolutes Pandemie-Ding. Dass nicht mal meine Eltern da waren zwischendurch beim Einzug. Ja, aber das zählt jetzt, finde ich, nicht. Wirklich, ich meine jetzt später, dass irgendwie noch jemand da war, ist schon irgendwie wild. Im Februar war auch die große Schneekatastrophe. Erinnert ihr euch noch? War wild. Wo hier tagelang keine Bahn fuhr, keine einzige Bahn, nur wenige Busse, zum Teil die Regale leer waren in unserem Geschäft. Was ganz verrückt war, dass ich wirklich da durch die Gänge gegangen bin und es war leer. Manche Sektionen waren leer. Wir hatten zwischendurch, hatten wir noch einen Sellerie bei Obst und Gemüse. Ein so ein Sellerie. Das war's. Der Bäcker war komplett leer. So ein paar Graubrote. Aber das war richtig wild. Das war richtig wild. Und am 10. Februar, so ein bisschen früher, startete Luigi's Mansion 3 als Streamprojekt. Scheinbar. Luigi's Mansion 3. Gutes Spiel. Kaufen. Spielen. Gutes Ding. Eins von mehreren Streamprojekten dieses Jahr, die wir tatsächlich auch beendet haben. Ich bin bei Streamprojekten besser da am Start gewesen als bei Let's Plays. Ja, im März kam dann mein erstes Gehalt. Das waren 320 Euro. Gar nicht so viel, tatsächlich. Bei einem 450-Euro-Job. Und das erste, was ich davon gekauft habe, war 3D World. Ich wollte mir 3D World auf der Switch nicht nochmal kaufen. Ich mag 3D World, aber ich hatte es ja auf der Wii U schon und es hat mich halt nicht so gereizt auf der Switch. Aber ich glaube, Marvin hat dann Bowser's Fury gestreamt. Und ich dachte mir so, schon ganz cool, will ich spielen. Ich habe ein paar Probleme mit Bowser's Fury, aber dazu mehr in dem vielleicht noch kommenden 2021 Lieblingsspiele-Video. Das war mein erster Kauf von meinem Nebenjob. Habe ich mir aufgeschrieben. Und im März lief der Lockdown aus. Der, glaube ich, seit November, Dezember lief. Ihr wisst schon. Wo es lange hieß, nein, Lockdown, ganz schlecht, nein, kein harter Lockdown, wir machen halt nicht 3 Wochen mal alles zu, nee, wir machen es dann lieber über 3 Monate. Schlimm, also wirklich, so ein Bums, wirklich. So ein Bums. Sie hätten ruhig diesen Lockdown nicht über 3 oder 4 Monate ziehen können, sondern einfach einen Monat lang. Frustration, ich bin frustriert. Ja, im April habe ich mir ganz wenig aufgeschrieben, tatsächlich. Da haben wir Fortnite gemacht. Auf PBU. Am 1. April. Und am 1. April startete ebenfalls Pokémon Schwarz. Als Streamprojekt. Kein Scherz. Und der Zwei-Tages-Rhythmus hat sich etabliert gehabt zu dem Zeitpunkt. Pokémon Schwarz. Ich bin einfach kein Pokémon-Mensch. Mehr. Ich habe es auch wieder gemerkt bei Strahlender Diamant. Ich habe das jetzt hier rumliegen, wieder seit einer Woche nicht gespielt. Es juckt mich nicht. Es ist todtraurig. Gerade bei Pokémon Spaß, weil es ein gutes Spiel ist eigentlich. Aber Random Encounter, rundenbasierte Ding, die Pokémon, die einfach nur rumstehen, sie immer nur dumm anstarren, es ist mir einfach zu blöd und zu plump. Es tut mir leid.
Ich würde gerne Spaß damit haben, aber habe ich nicht. Habe ich nicht. Pokémon als Markt? Cool. Pokémon Go? Cool. Und ich bin auch offen für die Zukunft. Wenn ich mir Legenden Arceus angucke, denke ich mir, schmeiß es direkt in die Tonne, den Müll. Aber Pokémon Schwarz, ich hatte Bock auf ein neues Pokémon-Spiel. Ich kannte ja Pokémon Schwarz auch nicht. Ich fand es irgendwie einfach nicht geil. Es hat mich nicht gecatcht. Ich habe es mir versucht, ein bisschen selber schön zu machen durch mein komisches Bullshit-Gelaber mit den Querdenkern und so weiter. Die es gesehen haben, wissen, worauf was ich meine. Generell gab es dieses Jahr sehr viele Querdenker-Jokes und so, Corona-Jokes. Ich weiß gar nicht mehr, mein Gehirn ist immer durchgedreht. Pokémon ist scheinbar nichts mehr für mich. Muss ich halt akzeptieren. Ist schade, aber kann ich kein altes Pokémon vielleicht nochmal spielen? Oder vielleicht mal Let's Go, weil da gibt es keine Random-Encounter. Also so, glaube ich. Ich weiß es nicht. Was ich auch nicht wusste, war, was zur Hölle abging, als ich plötzlich im April kein BAföG hatte. Ich gucke auf mein Konto und ich habe es erst gar nicht gerafft, weil alles läuft über Daueraufträge. Meine Miete, mein Strom, mein Internet, alles läuft über Daueraufträge. Ich gucke nicht immer direkt am 1. des Monats, ob alles geklappt hat, weil ich davon ausgehe, dass es klappt. Und dann habe ich mal irgendwann drauf geguckt und habe gemerkt, wo ist mein BAföG? Es war nicht da. Und ich dachte mir, vielleicht haben die irgendwie technische Probleme, dann warte ich nochmal einen Tag. Es kam nicht. Und ich war komplett verwirrt. Ich wusste nicht, warum es kein BAföG gibt. Dann habe ich da nachgeguckt in meinem Bescheid, wo halt immer drin steht. Dachte so, hä, was ist doch bescheinigt und ich verstehe es nicht. Und dann habe ich was gesehen. Man kriegt halt immer so einen Zettel. Wenn man BAföG beantragt, kriegt man dann so einen Zettel, wo drauf steht, ja, sehr geehrter Herr XY, BAföG wurde bescheinigt, sie kriegen das. Sie kriegen so und so viel im Zeitraum von dem so und so vielten bis zum so und so vielten. So, und normalerweise macht man das immer so. Ich habe jetzt im Wintersemester angefangen zu studieren, also das Semester, was im Oktober 2018 anfing. Also habe ich mich für BAföG beworben, sage ich mal, ab Oktober 2018. Und dann läuft das immer 11 Monate bis September 2019, in dem Fall. Dann musste ich neu beantragen. Dann läuft es von Oktober 2019 bis September 2020. Dann muss ich es neu beantragen. Dann läuft es von Oktober 2020 bis September 2021, dachte ich. Hab dann auf diesen Bescheid geguckt und hab gesehen, Moment mal, da steht was drauf von März 2021 als Ende der Förderdauer. Ich denke so, ha, hab ich nicht gesehen. Ich habe diesen Bescheid bekommen und habe einfach nur geguckt, ach guck mal, weil mir wurde mein Satz erhöht. Ich habe gesehen, oh, ich krieg mehr Geld, cool. Deswegen haben die mir den Zettel geschickt, hab ihn abgeheftet, fertig. Ich habe nicht geguckt, was das Datum ist, weil ich in meiner Welt lief das immer 11 Monate. Und ich habe dann ewig hin und her telefoniert und irgendwann rausgefunden, dass ein Dokument, also irgendein Zettel fehlte denen, also ein Leistungsnachweis, bla bla bla, haben die mir nie gesagt. Hätte ich im Juli 2020, als ich meinen Antrag gestellt habe, für Oktober 2020, ich mache das immer schon ein paar Monate im Voraus, soll man am besten so machen. Die hätten mir damals ruhig sagen können, dass denen das fehlt. Sonst melden sich bei jedem Scheiß. Bei jedem Müll schreiben die, sehr geehrter, uns fehlt noch das Formblatt 1000 und die Einkommenserklärung von ihrem Hund. Sie müssen das noch. Bei jedem Müll melden die sich. Und da fehlt ein Dokument, was dazu führt, dass sie mir ein halbes Jahr lang BAföG geben. Ein halbes Jahr lang? Aber dann nicht. Das ganze Jahr vervollständigt. Warum sagt mir das denn keiner? Warum sagt mir niemand, da fehlt was? Wenn sie sonst immer sich melden, wenn was fehlt. Und bis du das rausgefunden hast. Und das Bekloppte war, sie hatten das Dokument. Es lag ihnen vor. Sie waren der Meinung, sie hätten es nicht. Ich meinte so, nee, sie müssen es haben. Die am Telefon meinte so, nein. Wenn es hier nicht ist, dann haben wir es nicht. Ich so, Digga. Soll ich Ihnen nochmal die Mail weiterleiten, die ich damals geschickt habe mit dem Kram? Ja, ich gehe mal gucken. 2 Minuten später kommt sie wieder. Ich habe das Dokument gefunden. Zu meinem Glück. Weil somit war es ein Verwaltungsfehler und entsprechend habe ich die Rückzahlung bekommen für die Monate. Ich habe also durch die ganze Geschichte irgendwie ein paar Euro Verlust gemacht, weil ich dann irgendwie weniger BAföG bekommen habe. Scheiß drauf geschissen. Aber auf jeden Fall war es ein deutsches Amt. Überprüft Schreiben von Ämtern. Guckt genau auf die Daten. Gerade bei so Sachen wie, wenn ihr irgendwie Geld bekommt, was weiß ich, BAföG, Arbeitslosengeld, irgendwas. Guckt ganz genau drauf, bis wann das geht. Und falls irgendwas euch spanisch vorkommt. Und keine E-Mails schreiben. Schreibt wirklich
Glaubt es mir, schreibt keine E-Mails an Ämter. Macht es nicht. Ihr könnt genauso gut an die Wand schreiben. Es bringt überhaupt nichts. Ihr müsst, wenn es geht, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben, am besten hingehen. Dann können sie euch nämlich gar nicht ausweichen. Das heißt, sie haben Mittagspause. Oder halt anrufen. Und dann vorher genau aufschreiben, was ihr genau wollt. Und auch ganz genau sicher gehen, dass ihr im Recht seid, wie bei mir halt, von wegen, ne, ich habe geguckt, habe ich denen das Dokument geschickt? Ja, habe ich, sogar mit Bestätigung, Lesebestätigung und so weiter. Und dann ruft ihr die einfach an und dann können sie nicht ausweichen. Wenn ihr denen eine Mail schreibt, machen sie die Mail auf und denken sich, ja, okay. Und ich habe dann Ewigkeit noch nichts vom BAföG gehört und irgendwann meinte der Typ am Telefon so, ach ja, stimmt, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich meine so, wissen sie denn, ob ich dann im Mai wieder Geld bekomme? Nö, kann ich ihnen noch nicht sagen, müssen sie dann gucken. Ich denke mir, Digga. Hätte man deutlich freundlicher machen können aus BAföG-Amt. Aus BAföG-Amt-Seite. Von der BAföG-Amt-Seite aus. Ihr wisst, was ich meine. Schwierig. Schwierig. Daraus habe ich auch gelernt. Ich muss demnächst meinen neuen Antrag stellen. Im Januar tatsächlich. Weil das jetzt wieder ab April gilt mein neuer BAföG-Antrag. Weiß der Geier warum. Keine Ahnung. Naja, war schwierig. Ja moin, da ist mir gerade einfach die Kamera umgekippt. Ich war gerade dabei, den Mai zu introducen. Im Mai begann das City Skylines Together. Und das war ein cooles Projekt. Es fing ganz früh im Mai an, ich glaube wirklich in der ersten Woche, entstand aus einer Idee, die Malte und ich lustigerweise parallel voneinander, oder unabhängig voneinander, entwickelt hatten. Ich hatte das schon vor einer Weile darüber nachgedacht, ob man sowas machen kann, weil ich sowas Ähnliches mal auf YouTube gesehen habe, aber eben nur im englischsprachigen Raum. Eben ein Projekt, wo wir zu mehr spielen und uns immer die Safe Games hin und her schicken. Und uns aber dabei nicht groß absprechen und dann gucken, was für ein Chaos draus wird. War ein cooles Projekt, lief auch bis Oktober, bis BBU endete. Also wirklich eine ganze Weile. Ich glaube, es waren, wie viele Folgen waren es? 54, 55, 56, so um den Dreh. War sehr cool. Ich habe mich nur tatsächlich relativ gehandicapt gefühlt, weil ich ja kaum Mods benutzen konnte und viele DLCs nicht hatte und so weiter. Das heißt, ja, es wäre für mich cooler gewesen, wenn ich nicht so ein Spieler wäre, der 100 Milliarden Workshop-Objekte von Steam abonniert hat. Aber auch so war es einfach cool. Es war recht chaotisch, es war aber auch nice und ich mag die Stadt. Und mal gucken, ob wir sowas in der Art nochmal in der Zukunft machen. Hätte ich theoretisch Bock drauf, vielleicht nicht bei Cities, aber bei einem anderen Projekt oder so. Warum nicht? Generell, so Trigger-Sachen waren ganz cool. Auch, dass wir BBU so eingebunden haben in den ganzen Kram, fand ich eigentlich ganz nice. Dann am 7. Mai hatte ich Geburtstag. Krass. Same procedure as every year. Nicht ganz. Letztes Jahr kamen meine Eltern hierher. Dieses Jahr bin ich in die Heimat gefahren. Und ich habe ein cooles Geschenk bekommen. Nämlich eine Mikrowelle. Jetzt denkt ihr euch, du spinnst komplett. Aber nein, ich habe genauer gesagt ein Mikrowellen-Kombi-Gerät bekommen. Eine Mikrowelle, die gleichzeitig auch ein Grill und ein Backofen ist. Weil bisher hatte ich nur einen Backofen. Ich hatte nie eine Mikrowelle, seitdem ich allein gewohnt habe. Seit 3 Jahren als Student keine Mikrowelle zu haben, war eine Tortur. Und dieses Mikrowellen-Kombi-Gerät von, ich glaube, Philips, Panasonic, keine Ahnung, ist klasse. Ist fantastisch. Ich kann alles mitmachen. Ich kann Brot backen, ich kann Pommes machen, ich kann Pizza machen, ich kann Sachen aufwärmen. Ich kann alles. Alles. Ist fantastisch. Ich liebe es. Absolut fantastisch. War übrigens ein Amazon Warehouse oder Refurbished Ding. Absolut keine Probleme. Guter Zustand. Auf der Unterseite ist so ein Kratzer drauf. Siehst du nicht. Steht ja einfach auf der Unterseite drauf. Also kannst du es nicht sehen. Top Ding. Super Ding. Mehr dazu in meiner Roomtour vielleicht. Weiß noch nicht, ob ich meine Küche da zeige. Aber es ist ein sehr cooles Ding. Dann ist im Mai, das habe ich mir auch aufgeschrieben, die Sache zwischen Israel und Palästina eskaliert. Ich will gar nicht so darauf eingehen, weil ich weiß, es ist ein Konflikt, der sehr, sehr alt ist und sehr, sehr tief sitzt. Aber warum ich darüber sprechen wollte, ist, dass, ja, wie soll ich sagen, es eine von zwei kriegerischen Sachen waren, die im Sommer oder, sagen wir mal, grob im Sommer passiert sind, die mich irgendwie berührt haben. Diese Bilder von den Raketenabwehrsystemen, die wie so Feuerwerk am Himmel die Raketen abgeschossen haben, ist mir irgendwie sehr im Kopf geblieben. Und dass das so ein Konflikt ist, der seit Ewigkeiten läuft und wo es einfach keine Einigung gibt und wo, weiß ich nicht, gefühlt immer mehr Streit ist, ist für mich sehr schwierig. Und auch das Verhältnis, was ich jetzt als Deutscher sozusagen zu dem Konflikt habe,
bin da nicht involviert, aber Deutschland und Israel haben ja schon eine sehr spezielle Verbindung. Und dass Merkel halt sagt, ne, es gehört zur deutschen Staatsräson dazu, sich mit Israel zu solidarisieren. Okay, aber ich fand es zum Teil ein bisschen einseitig betrachtet. So viel will ich nur dazu sagen. Ja, war schwierig, war schwierig. Was auch schwierig war, was aber auch cool war, hat mit einem ganz anderen Thema zu tun. Aber auch im Mai. Und es ist ein Thema, über das ich so noch nicht gesprochen habe. Auf meinem Kanal. Und zwar betrifft es mein Studium. So, ich denke mir, die Leute, die jetzt mir 40 Minuten lang knapp bei meinem Quatsch hier zugehört haben, die können das hören. Ich habe immer gesagt, dass ich Englisch studiere. Anglistik. Bestimmt auch. Habe ich nicht gelogen. Es ist bloß die halbe Wahrheit nur. Es ist lustigerweise so, dass ich nebenbei noch Geschichte studiere und Bildungswissenschaften, weil ich den ganzen Quatsch auf Lehramt mache. Warum erzähle ich das? Zum einen, weil ich es irgendwann mal erzählen wollte. Bisher, ich habe immer das so ein bisschen verheimlicht, weil ich mir gedacht habe, okay, dieses Studium wird hoffentlich funktionieren. Eines Tages werde ich dann ein voll ausgebildeter Lehrer sein. Hahaha, voll ausgebildet. Und der Gedanke, dass man noch YouTube macht in der Form, während man eine Lehrkraft ist, mit dem Risiko, dass auch Schüler das finden können, was man so macht, hat bei mir immer den Gedanken eigentlich verfestigt, dass ich mit Abschluss meines Studiums auch mein YouTube und Twitch abschließe. Ich bin mittlerweile da nicht mehr ganz so sicher. Und aus dem Grund macht es halt auch keinen Sinn, das zu verheimlichen. Es ist ja nichts weiter Schlimmes. Ich würde euch darum bitten, das nicht zu groß zu machen. Aber ich dachte mir, es ist halt langsam Zeit, das mal zu erzählen. Weil ich mir auch ein bisschen blöd dabei vorkomme. Weil im Mai eben ein Schulpraktikum war. Da habe ich Unterricht gegeben an einem Gymnasium. Und das war ziemlich cool. Sehr viel Spaß gemacht. War auch eine Herausforderung. War zum ersten am Anfang, die ersten 6 Stunden waren online über Teams. Die letzten 4 waren in Präsenz. 6. Klasse Englisch-Nachhilfeunterricht. Und mit so einer Art Förderklasse. Also die waren auch wirklich nicht gut. War herausfordernd. Wie auch vor allem im Online-Modus. Im Online-Modus? Im Online-Unterricht. Im Online-Modus. Ja, und das war aber auch, hat dann auch, wie gesagt, 10 Wochen hat das gedauert insgesamt, in Juli rein. War sehr spannend, sehr lehrreich und ich bin halt der Meinung, dass es im Lehramtsstudium viel zu wenig Praxiserfahrung gibt bei uns. Andere Unis machen das zum Teil deutlich besser. Mag es ein NRW-Ding sein, ich weiß es nicht. Ich finde, es gibt viel zu wenig Praxis und es braucht sich keiner wundern, warum so viele Referendare am Ende vor der Klasse stehen. Vollkommen überfordert und gar keinen Plan haben, was abgeht, wenn du einfach nur ein Praktikum hast im Bachelor und ein Praxissemester im Master und das war's. Warum braucht man sich nicht wundern? Deswegen habe ich das aber sehr gerne aufgenommen, auch die Kritik, auch die Fehler, die ich gemacht habe, aufgenommen und das war cool. Habe ich zusammen mit einer Kommilitonin gemacht, mit meinen Zweiergruppen. Das war nice, das war wirklich nice. Habe ich viel drüber gelernt. Hat auch nochmal meine Überzeugung, dass ich den richtigen Weg gewählt habe, bestärkt. Auf jeden Fall. Apropos richtiger Weg. Am 16. Mai bekam ich meine erste Impfdosis. Richtiger Weg aus der Pandemie. Ich habe 3-mal BioNTech bekommen dieses Jahr. Bin sehr zufrieden, jederzeit wieder. Ich hätte auch jeden anderen Impfstoff genommen, der in der EU zugelassen ist. Von daher, darum geht es mir gar nicht. Aber jetzt habe ich halt 3-mal das Comirnaty in meinem Impfpass stehen. Das ist irgendwie cool. Da kann ich wieder meinen Kindern zeigen, so guck mal, ich habe die Pandemie überlebt. Ja, also an der Stelle Dankeschön an die Erfinder des Impfstoffs. Und das ist sehr ehrenhaft, was ihr da gemacht habt. Es wäre noch ehrenhafter, wenn ihr vielleicht die Patente freigeben würdet. Weil eine Pandemie zu beenden, ohne die ganze Welt impfen zu können, schwierig.
Fände ich ganz gut, wenn man das vielleicht irgendwie politisch hinkriegen würde, dass nicht die ganzen westlichen Länder, der globale Norden, sich gesammelt blockierend dagegen stellen und die afrikanischen, südamerikanischen, asiatischen Länder aus dem letzten Loch pfeifen und sagen, Bruder, wir brauchen Impfstoff. Gibt die Patente frei, dann können wir den Kram selber produzieren. Die Vereinten Nationen. Naja. Jeder ist sich selbst am nächsten. Und ihr merkt wieder so ein bisschen Frust in meiner Stimme, ne? Ja, im Juni ist nicht viel passiert. Ich habe gearbeitet. Die Waschmaschine im Keller war kaputt für ein paar Tage. Das war nicht schön. Da musste ich Handwäsche machen im Waschbecken. Katastrophe, weil du konntest es ja nicht trocknen. Mit dem Föhn trocknen war nur bei T-Shirts. Ich hatte einen Pullover und so. Der gute THW-Pullover. Der ist halt dann so durchgenässt, den kriegst du halt nicht weggeföhnt. Ja, und am 20.06. habe ich meine zweite Dosis bekommen. Beides im Bielefelder Impfzentrum. Ehrenwertes Team übrigens. Fantastisch. Bielefelder Impfzentrum in der Stadthalle. Willy Brandt, Platz 1. Chock. Wirklich. Fantastisch. Absolut. So eine gute Organisation ist unfassbar. Habe ich aus anderen Quellen, aus anderen Städten und anderswo ganz, ganz anders erfahren. Auch aus meinem Heimatkreis. Das war der Juni. Ich habe im Juni sonst nichts gemacht. Im Juni, ich weiß nicht, was da noch passiert ist. Keine Ahnung. Im Juli ist ein bisschen mehr Kram passiert. Wir sind bei 40 Minuten. Holy moly. Der Juli begann mit was ziemlich Coolem, auf das ich ultra gehypt war. Irgendwann, ich glaube im Mai, hatte meine Mutter mich gefragt, ob ich Bock hätte, Anfang Juli mit für ein paar Tage in den Urlaub zu fahren. In den Urlaub. Meine Mutter hatte da einen Arzttermin in so einer speziellen Klinik, die es in der Eifel gibt. Und dann, da sie da eben den Termin um eine etwas ungünstige Uhrzeit hatte, irgendwann morgens, haben sie halt gesagt, okay, dann lass doch einfach schon den Tag vorher hinfahren und dann praktisch dort übernachten für einen Tag und das so zusammen 3 Tagesurlaub machen in der Eifel. Ganz nah an der Geschichte, an den Orten, an denen wenig später diese riesige Flutkatastrophe war. Die mir, glaube ich, auch. Habe ich mir die aufgeschrieben? Ich weiß es gar nicht. Scheinbar nicht. Die war, meine ich, nämlich auch im August oder so. Das ist auch so ein Ding. Ich glaube, es hat einige Leute wachgerüttelt für eine kurze Zeit, was so den Klimawandel angeht. Und was uns da theoretisch noch blüht in der Zukunft. Und war halt nochmal speziell, hat mich das gehittet, weil ich halt kurz zuvor dort war. Also neulich in der Tagesschau oder bei ZDF heute, was weiß ich, hatten sie den Bürgermeister von Schleiden, einer Gemeinde, die sehr verwüstet wurde. Und dort waren wir unter anderem. Und ja, das war schon sehr wild. Also falls ihr aus der Ecke da kommt, Mondschau, Simmerath, da die Ecke waren wir. Ja, das hat mich dann auch sehr getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt in Deutschland. Im Juli war auch die am Anfang angesprochene Party. Eine Woche habe ich in der Heimat gechillt, nach dem Eifelurlaub war ich noch eine Woche in der Heimat. Und in der Zeit hatte auch ein Kumpel Geburtstag und da war eine Party mit ca. 30 Leuten bei ihm im Garten. Wir hatten so ein Zelt und es war auch im Juli, es war warm und so weiter. Und es war zu einer Zeit, wo relativ wenig Corona-Fälle waren, mehr als im Sommer 2020, wenn ich mich recht erinnere. Aber es war dieses Stück Normalität, die sich nicht normal angefühlt hat. Es war cool, Leute wieder zu treffen, die ich seit einem Jahr nicht gesehen habe, seit der letzten Party, nämlich im Juli 2020. Es war sehr schön. Was nicht schön war, war, dass mir mein Fahrrad geklaut wurde und ich nach Hause laufen musste und es am nächsten Tag im Nachbardorf suchen musste. Ich habe es gefunden. Aber es war cool. Wir haben Bierpong gespielt, haben was getrunken und mit ein paar Leuten gesprochen, die ich ewig nicht gesehen habe. War ganz schön. Aber es war dieses komische Gefühl dabei. Habe ich mir gesagt, ist das hier safe? Man weiß es nicht. Was auf jeden Fall safe war, war die Annahme, dass Skyward Sword HD ein gutes Spiel wird. Das kam nämlich die Woche danach raus. Wir haben es auf Twitch gestreamt. Ein weiteres Streamprojekt begonnen und abgeschlossen. Im November, glaube ich, noch. Dazu erzähle ich auch was in dem Spielevideo. Also lasse ich das einfach mal so stehen. War sehr schön. Und im Juli habe ich das neue Profilbild bekommen. Oder anfertigen lassen. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Von dem guten Quasi auf Twitter. Und jetzt habe ich das Bild bei Discord drin, glaube ich. Auf YouTube auf jeden Fall. Twitch.
auf der PlayStation. Top-Ding, ich mag das sehr gerne, es hat mir sehr gut gefallen. War jeden Cent wert. Und am Ende dieser Woche, ist ein bisschen durcheinander, sehe ich gerade, ist ein bisschen, ich habe eine Notiz verwurschtelt. Am Ende der Urlaubswoche konnte ich meine PS5 abholen beim Mediamarkt. Durch einen glücklichen Zufall war ich in der Lage, die Woche davor die PS5 zu bestellen und am kommenden Montag sie abzuholen beim Mediamarkt. Seitdem habe ich eine PS5, seit dem 12. Juli habe ich eine PS5. An alle, die immer noch eine suchen und auf der Jagd sind, alles Gute fürs neue Jahr. Ist eine fantastische Konsole, ich liebe die PS5. Jetzt neulich habe ich erst Miles Morales durchgespielt. Schock, ein bisschen kurz. Also die Story, man kann sehr viel Kram machen. Aber sehr schön, Ratchet & Clank, super. Gutes Ding. Ich hoffe, ich wünsche euch viel Glück allgemein bei der Suche nach Next-Gen-Hardware oder auch Grafikkarten und Kram. Oder auch Küchengeräten oder Autos. Ist ja alles komplett verrückt. Und am 23. Juli ist das Streamprojekt zur Xenoblade gestartet. Ganz verrückt. Das haben wir noch nicht abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Das ist ein riesen RPG. Ist nicht das beliebteste Streamprojekt. Oft streame ich für Marvin. Was für mich in Ordnung ist. Entschuldigung. Ich musste reinkommen in das Spiel und ich bin auch immer noch nicht ganz drin, weil wir es halt nur, in der Regel einmal pro Woche nur streamen. Also ich musste immer wieder reinkommen ins Kampfsystem. Es ist halt sehr anders als alle anderen Spiele, die ich bisher gespielt habe. Aber cool, und die Musik ballert anders und die Story ist auch sehr spannend, auch wenn ich sie mir meist nicht merken kann. Dafür habe ich ja Marvel im Chat. Grüße. Ja, ist ein schönes Ding, auf jeden Fall. Sehr, sehr froh, dass ich das gekauft habe, tatsächlich. Das ist ein schönes Ding. Und ja, im Juli, am Anfang des Juli, kamen auch meine beiden Uni-Freunde zurück aus dem Ausland. Und wir haben uns dann irgendwann mal getroffen. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Zunächst. Wir haben auf jeden Fall irgendwas Essen bestellt oder irgendwas. Ich glaube, wir haben sogar noch einmal NSMBW gespielt. Glaube ich. Es ist dann später nämlich ein bisschen cooler geworden, das Ganze. Dazu kommen wir gleich im September. Den August können wir nämlich relativ schnell abhandeln. Ja, da war möglicherweise diese Flutkatastrophe. Das ist dieser Blob. Ich weiß nicht, ob es im Juli oder August war. An alle, die da irgendwie von betroffen sind oder waren oder jemanden kennen, wie auch immer, mein aufrichtiges Beileid. Ich hoffe, ihr kommt da durch und dass euch da irgendwie geholfen wird mit Rohstoffen. Die Solidarität war ja sehr ergreifend, muss ich sagen. Ich fand auch die Bilder sehr schön, dass einige von unseren Politikern sich dort haben blicken lassen. Gerade das Bild von Merkel, Malu Dreyer und wer war es denn noch, die da durchgelaufen sind, weil Malu Dreyer hat ja auch irgendeine, ich glaube ganz stark irgendeine Skoliose, irgendwas hat sie, dass sie halt nicht lang laufen kann. Das war ein schönes Bild, wie sie sich dann so in Händen gehalten haben, fand ich. War so parteiübergreifend einfach nur, es gab dieses Problem, was angegangen werden musste und die sind da hingegangen und haben es angepackt. Das würde ich mir öfter wünschen, fand ich, war ein schönes Bild. Ich bin ja nicht komplett politikverdrossen. Muss man auch sagen. Ja, im August habe ich angefangen, meine Kalorien zu zählen. Ich habe durch diesen ganzen Spaß mal eben irgendwie 7, 8 Kilo abgenommen, dadurch, dass ich meine Kalorien gezählt habe, ein bisschen auf die Ernährung geachtet habe. Und das war's. Ich habe mich nicht mehr bewegt, ab und zu mal spazieren gegangen, aber das war's. Mittlerweile habe ich dann wieder 3 Kilo zugenommen, aber ich bin trotzdem noch 5 Kilo circa unter meinem Ausgangswert, also ich bin damit zufrieden. Ich war ja nie zu dick oder so. Aber ich wollte auch mal gucken, was passiert. Ein bisschen an mir arbeiten und ich weiß jetzt, dass es klappt. Das war ganz schön mit der App Yazio. Yazio. Ja, und im August liefen dann 4 Streamprojekte. Skyward Sword haben wir gestreamt. Wir haben Mario Kart Wii mal wieder gestreamt. Xenoblade und Pokémon Schwarz. Und Luigi's Mansion müssten wir ja auch noch gespielt haben, oder? Oder war Luigi's Mansion schon vorbei? Wann ging denn Luigi's Mansion vorbei? War das noch im Juli? Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. War ein gutes Ding. Finale mit Yannick war ganz wild. So, jetzt wird es ein bisschen mehr. Jetzt kommen wir nämlich zum letzten Quartal und da geht es dann ein bisschen ab. Der September, der war prall gefüllt. Am 3. September stand eine IKEA-Lieferung ins Haus. Oh mein Gott. Und zwar, ich glaube, ihr könnt es sehen, mit meiner geliebten Couch. Meinem geliebten Schlafsofa. Ich liebe das Ding. Ich liebe das Ding. Es ist so nice, am Tag eine Couch zu haben, nachts ein Bett zu haben. Best of both worlds sozusagen. Und es ist eben vor allem deswegen fantastisch, weil ich jetzt auch eine gute Sitzmöglichkeit habe für 3 und theoretisch können da auch 4 Personen drauf sitzen, aber 3 können bequem drauf sitzen.
um zusammen zu zocken. Und das bringt mich zum Hauptpunkt, der Beginn der regelmäßigen Nintendo-Abende, wie wir das genannt haben. Dass wir uns ab einem bestimmten Punkt wirklich jede Woche, irgendwie meist donnerstags, getroffen haben, um was zu spielen. Sei es Mario Kart, Mario Tennis, Smash. Oder ich habe meinen Uni-Kollegen Breath of the Wild gezeigt. Mario Galaxy, Mario Odyssey. Die haben sich jetzt eine Switch geholt und spielen darauf jetzt Zelda und Mario Odyssey. Das ist halt einfach nice. In Verbindung auch mit dem neuen Fernseher, wo ich vielleicht ein bisschen, ich hätte eine kleinere Größe nehmen können, 55 Zoll auf die Entfernung wirklich ein bisschen groß, aber es ist halt geil fürs Kino-Feeling, darauf Filme zu gucken oder auch irgendwas zu spielen, ist halt richtig sick, gerade mit mehreren Leuten beim Splitscreen in Mario Kart zum Beispiel, hat jeder trotzdem noch ein großes Quadrat, Rechteck, ist klasse, ist fantastisch und mit dem alten Bett hätte man sich so dumm aufs Bett setzen müssen, das wäre wirklich nicht geil gewesen, deswegen die Kombination aus Sofa und Fernseher im selben Monat war killer, babo. Hätte ich viel früher machen müssen mit dem Bett. Fantastisch. Wenn ihr so auch eine kleine Wohnung habt und ihr wollt ein Sofa haben und braucht aber auch ein Bett, ist das die perfekte Sache. Mein Bett kostet jetzt 400 Euro, ist nicht günstig, klar. Aber ist für mich jeden Cent wert, welcher Best of Both Worlds. Wie gesagt, Hannah Montana steht bei mir. Im September startete auch Kena, Bridge of Spirits. Ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Auf der PS5 haben wir auch dieses Jahr durchgespielt, noch im Dezember. Schönes Spiel, mehr dazu in meinem Spielevideo. Das mache ich, glaube ich, einfach noch. Das habe ich schon so oft erwähnt, ich muss es, glaube ich, hochladen. Schönes Ding, muss ich noch die 100% sammeln. Und zwar die Bundestagswahl. Ganz kurz dazu, ich war sehr gehypt. Endlich mal eine Bundestagswahl, bei der ich mitmachen durfte. Mit dem Ergebnis bin ich ja, ganz zufrieden. Bei manch einer Partei hätte ich mir ein höheres Ergebnis gewünscht, bei manch einer Partei noch ein bisschen niedriger. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Wir haben keinen Bundeskanzler Armin Laschet bekommen. Top. Das ist hat schon mal einen Vorteil. Und es regiert auch nicht Alice Weidel in Deutschland. Also ist alles gut. Ich habe ein bisschen Hoffnung für die neue Bundesregierung. Ein bisschen. Noch. Gerade the one and only Karl Lauterbach. Ich bin jemand, der den sehr schätzt und den sehr gut findet. Nicht alles. Ich finde, manchmal könnte er sich ein bisschen präziser ausdrücken und er muss ein bisschen darauf achten, dass das Wort also nicht ganz so oft in seinem Wortschatz auftaucht. Aber ich glaube, er ist kompetent und er macht das, glaube ich, ganz gut. So wie dazu. Mehr will ich gar nicht zur Bundestagswahl. Sag ich, habe Briefwahl gemacht übrigens. Und der Rest ist Wahlgeheimnis. Wobei, ich habe es beim Stream erzählt, ne? Ja, ist auch egal. Im September war auch Baerbock hier. Ich habe mir Baerbock live angeguckt. Sie hat mich zu einer Stimme überzeugen können. Zu einer Stimme. Ja. Oktober. Im Oktober endete BBU. Ich habe jetzt das die ganze Zeit nicht über BBU gesprochen, weil ich darauf warten wollte. Ich glaube, ich habe zu BBU nie so ein richtiges Fazit gezogen. Ich fand, es war sehr schön. Es lief genau ein Jahr. Mehr oder weniger regelmäßig. Das erste halbe Jahr war es wirklich sehr regelmäßig, muss man sagen. Ich habe recht wenig selbst hochgeladen, aber war viel beteiligt und es war ein schönes Experiment. Ich war am Anfang sehr skeptisch, als wir es angefangen haben, aber es lief länger, als ich dachte. Das sage ich euch so, wie es ist. Es lief länger, als ich das jemals gedacht hätte. Und es ist auch schön, so wie es ist, dass es am 3. Oktober begann, am 3. Oktober endete. Es ist ein schönes, rundes Ding und ja, wer weiß, never say never, ne? Vielleicht gibt es immer noch mal ein Video da drauf. Ihr wisst ja auch, die Bonusbande gibt es ja weiterhin, das ist ja nur der Kanal. Ist ein schönes Kapitel, das definitiv mein 2021 auch geprägt hat. Es ist nur halt, wie gesagt, so, dass ich halt deutlich, deutlich mehr bei Videos dabei war, als Videos selbst gemacht zu haben, weshalb ich halt nicht so aktiv an BBU denke, wenn ich an dieses Jahr denke. Das war sehr schön. Im Oktober war auch der Twitch League. Habe ich aufgeschrieben, nur kurz zum Erwähnen, der große Twitch-League, Passwörter ändern, bla bla bla. Und es begann ein neues Semester mit Teilpräsenz in Bielefeld. Für mich allerdings nicht, weil ich aktuell nur meine Bachelorarbeit schreibe. Und deswegen keine Kurse habe, keine Vorlesungen, kein Kram. Aber ich habe die Bibliothek genutzt, ich war in der Mensa. Es war wunderschön zu sehen, wie wieder ein bisschen Leben auf den Campus kommt. Hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich für alle Leute, die das jetzt zum ersten Mal erlebt haben. Sei es Erstis oder auch Leute, die seit 2 oder 3 Semestern nur online studiert haben.
sehr schön für sie. Freut mich sehr. Einfach schön zu sehen. Es hat mein Herz ein bisschen erfreut, den Campus wieder mit Leben gefüllt zu sehen. Die Mensa war irgendwann wieder voll und in der Bibliothek ist man Leuten begegnet. Wirklich schön, wirklich schön. Außerdem im Oktober kam die Switch OLED raus. Cooles Ding. Hätte sie einen Leistungsboost, hätte ich sie mir sofort gekauft. Bei Yannick habe ich sie ein bisschen ausprobiert. Sehr schönes Display. Wunderschöne Farbe in Weiß. Wirklich. Ich war kurz davor, mir sie zu kaufen tatsächlich, aber ich dachte mir dann, bleib bei der Switch, bleib bei deiner Switch. Es wird keine Switch Pro geben, aber irgendwann kommt eine Nachfolgekonsole und mit ein bisschen Glück ist die abwärtskompatibel und bietet dann vielleicht so einen Boost-Modus wie bei der PS5. Wisst ihr, was ich meine? Dass bei der PS5 einige PS4-Spiele über ein Update dann auch zum Beispiel 60 FPS laufen. Und wenn vielleicht auf der nächsten Nintendo-Konsole dann Breath of the Wild in 60 Frames läuft, ist das dann nochmal ein cooles Upgrade. Wisst ihr jetzt, als besser als wenn man jetzt so ein Mitte-der-Generation-Upgrade macht, dann fühlt sich nämlich dann die Hardware nicht ganz so frisch an. Deswegen, ja, wie gesagt, Switch Pro ist tot. Wird nicht kommen. Metroid kam raus. Metroid auch dazu mehr im Spielevideo. Ebenso zu Mario Party Superstars. War ein ziemlich guter Gaming-Monat tatsächlich, muss man sagen. Für Nintendo. Und ein Highlight zum Ende. Vom 24. bis 26. mein Besuch bei Yannick. Details dazu gibt es im Vlog. Sehr wilde Geschichte, muss man sagen. Das ist immer noch so eine Sache, die sehr spontan entstanden ist. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und sowas machen wir definitiv nochmal. Auf jeden Fall bin ich direkt dabei. Eine von zwei Reisen dieses Jahr nach Schleswig-Holstein. Let's go. War sehr cool. Für mehr Details guckt den Vlog oder auch die Reaction auf Bennys Reaction auf den Vlog. Da haben wir nämlich noch ein paar Hintergrunddetails erzählt und ist vielleicht ganz interessant. Und ich habe mir das Lego-Haus gekauft. Das da, seht ihr das? Ich hoffe, das da. Teuer, aber sehr schön. Ich möchte mehr Sachen aufbauen. November. Am 4. November bereits endete Skyward Sword HD. Krass. Krasses Ding. Habe ich ja schon gesagt, schönes Spiel, mehr dazu in dem Video. Und am 5. November kam endlich unser neues Elektroauto. Also mit unser meine ich das von meiner Familie, von meinen Eltern. Die haben sich irgendwann letztes Jahr, hat mein Vater die Entscheidung getroffen, ein Elektro-Smart muss her. Ein Smart EQ 42. Also ein Smart 42, ihr kennt ihn, in elektrisch. Auf einmal. Jahrelang habe ich ihn gefragt. Ich weiß, ich habe 2018 im Sommer, weil ich noch mit ihm Diskussionen gehabt, darüber, ob das nächste Auto nicht ein Elektroauto werden kann. Weil ich finde das sehr spannend. Ich bin ja technikaffin und ich bin da einfach sehr interessiert gewesen. Ich meine so, oh, ist aber so teuer. Aber dann gab es halt die Förderung und noch, man konnte das alte Auto in Anzahlung geben und bla bla bla. Und so kam dann der Smart auf einen relativ reasonable Preis. Dann wurde auch direkt eine Wallbox gekauft. Und dann wusste ich, okay, der Weg ist geebnet fürs zweite Elektroauto, was dann auf sich hat warten lassen, ja. Aber im November war es endlich soweit. Ein MG. Die meisten von euch werden sich jetzt fragen, ein was? MG ist eigentlich eine alte britische Automarke, wurde aber irgendwann vor Ewigkeiten schon von Chinesen gekauft, weil sie bankrott waren. Machen jetzt Autos, die mit dem alten MG nichts mehr zu tun haben, außer das Logo. Ist ein SUV, klingt jetzt mal ein bisschen dumm, Elektro-SUV, hä? Aber muss halt groß sein, meine Mutter muss mit einkaufen fahren und so weiter. Hat auch genug Sitze. Bei den Smarts, wir haben zwei Smarts, beide zwei Sitzer, mit einem kleinen Kofferraum, da brauchst du halt noch ein größeres Auto. Schönes Ding, MG, in Rot. MG ZS EV, also EV. Schönes Ding, fährt sich sehr schön, bin ich jetzt auch gefahren und macht sehr viel Spaß, tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht. Und diese komischen Stereotypen von wegen, chinesisches Auto, Bullshit. Super verarbeitet, gar keine Probleme. Schönes Ding. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober, November, war mein erster Odyssey-Speedrun gegen Yannick. Das war auch ganz spontan. Wir haben dabei auch das erste Mal den Moodskip, hingekriegt. Und gegen 5:20 Uhr dann abgeschlossen. Der Call ging noch weiter, irgendwann bis 6:30 oder so. Und ja, ich wäre, glaube ich, theoretisch in der Lage, Mario Odyssey in, weiß nicht, 1,5 Stunden durchzuspielen. Ich muss mich noch mal wieder hinsetzen und den Run fertig üben. Die erste Hälfte kann ich ganz okay, würde ich sagen, aber die zweite Hälfte bin ich halt komplett raus. Da fehlt mir dann die Motivation.
Aber es ist eine coole Sache. Odyssey ist ein tolles Spiel und das zu spielen macht sehr viel Spaß. Ich bin nur leider so schnell frustriert. Das ist mein großes Problem bei Videospielen. Deswegen mal gucken, wo das im nächsten Jahr hingeht. Vielleicht speedrun ich auch was anderes. Oder ich mache Odyssey weiter. Mal gucken. Aktuell habe ich nicht so den Mega-Bock. Aber vielleicht kommt der nochmal zurück. Was nicht zurückkam, sondern was losging, war das BVT. Das Ballandor Video Essay Turnier, an dem ich teilgenommen habe oder aktuell noch teilnehme. Ist ja aktuell nur bloß die Winterpause. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Meine beiden Videos. Im ersten Video, wo ich über Galaxy gesprochen habe und Sonic kurz gedisst habe. Und im zweiten Video, wo ich auf Johnnys Video geantwortet habe. Mit dem ersten Video war ich so nicht wirklich zufrieden. Mit dem zweiten Video eigentlich ganz zufrieden. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich weiß gleich, wann das nächste Video kommen soll. Irgendwann im Januar, glaube ich. Ist noch ein bisschen hin. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Aber es ist eine coole Idee und es ist schade, dass bei BVT einiges schiefgelaufen ist. Ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft nochmal eine Staffel gibt, die ein bisschen runder läuft. Weil das Grundkonzept finde ich sehr, sehr cool. Es ist nur, glaube ich, das Problem, dass man wirklich eine größere Community braucht, um das größer aufzuziehen. Weil ich weiß, dass Benny ein paar größere Pläne hatte eigentlich. Ja, die haben aber nicht ganz geklappt. Dann war ich in der Heimat, kurzer Heimaturlaub, Mitte des Monats. Da bin ich auch zum ersten Mal mit dem E-Smart mit Aaron zu Subway gefahren. Wollten wir ewig machen, mit dem E-Auto zu Subway fahren, habe ich es endlich gemacht. Das war sehr, sehr cool. Auch das erste Mal, dass Aaron in dem E-Auto mitgefahren ist. Tatsächlich, war sehr cool. Und ihr lacht vielleicht, aber ein E-Smart, das kleine Kackding, 90 PS, auf so ein kleines Auto mit einem Elektroantrieb, mit einem direkten Anschlag, ne, du Gaspedal und macht Bock tatsächlich. Mach den Eco-Modus raus. Sportmodus an. Piu, gib ihm. Bockt einfach. Ich vermisse nichts beim Elektroautofahren. Ich vermisse nichts. Das Schalten. Motorensound. Die Ruhe. Das leichte Surren beim Beschleunigen. Das ist alles, was ich brauche. Mitte des Monats. Ich kam dann zurück und habe meinen PC geupgradet. Nur eine SSD ist drin. Und Arbeitsspeicher, das war verbunden mit einem gewissen Drama, weil mein PC erst den Arbeitsspeicher nicht anerkennen wollte. Und zwischendurch habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte mein System komplett gebrickt. Und bis 3 Uhr nachts habe ich noch mit Benny dran gewerkelt, bis der RAM dann endlich erkannt wurde und ich meinen PC vernünftig booten konnte. Er läuft jetzt stabil seit anderthalb Monaten. Also hoffe ich mal, das passt alles. War sehr experimentell. Hat geklappt. Und wenige Tage später kamen die Pokémon Remakes raus. Dazu mehr im Spielevideo. Es tut mir leid, dass ich das so kurz abhandle, aber ich brauch's ja nicht alles doppelt erzählen. Und ja, das war der November. Schon einiges, ne? Und im Dezember kam Marvins Spiel Legend of the Spirits raus, was ich noch spielen wollte. Ich habe eine kleine Streampause gemacht. Von 2 Wochen. Ich habe einen Booster-Shot bekommen. Und dann war auch schon Weihnachten. Und dieses Jahr hatte ich keine Weihnachtsstimmung. Null. Gar nicht. Für mich war noch gar nicht Weihnachtszeit. Und das ist ein bisschen schade. Letztes Jahr war Weihnachten wirklich schön. 2020 war, fand ich wirklich schön. Nach diesem turbulenten Jahr mit der Familie zusammenkommen, fand ich sehr schön. Dieses Jahr kam mir das überhaupt nicht so vor. Gar nicht. Gar nicht so vor. Was haben wir gemacht? Gegessen. Wir haben Bescherung gemacht. Gegessen. Dann haben wir Indiana Jones 3 geguckt. Letzte Kreuzzug, fantastischer Film, kann man nie oft genug sehen. Typischer Weihnachtsfilm auch, ne? Absolut. Ja, und am nächsten Tag kam meine Großeltern vorbei und das war's. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich dieses Jahr halt nicht, wie in den letzten Jahren immer, die gesamten anderthalb Wochen von der Weihnachtszeit und Neujahr zu Hause bin. Ich bin ja immer kurz vor Weihnachten in die Heimat gefahren, seit 2018, und bin auch dort geblieben, über die ganzen Weihnachtstage ins neue Jahr hinein. Dieses Jahr habe ich mich dazu entschieden, nochmal zurückzukommen zwischendurch. Heute ist der 28., so spät habe ich lange keinen Silvester-Talk mehr aufgenommen, weil ich nicht so eine lange Streampause haben wollte und weil ich gestern noch im Kino war und Spider-Man geguckt habe. Gutes Ding, guckt ihn euch an, wenn ihr euch dafür interessiert. Da kommen ja auch ein paar alte Bad Guys vor von Spider-Man. Also, ich habe mir als Vorbereitung nochmal die alten Filme angeguckt, damit ich nochmal wusste, okay, wer ist denn überhaupt
dieser komische Green Goblin Kram. Also würde ich vorschlagen, damit man einfach das sieht. Das war cool. Aber jetzt in 2 Tagen, 3 Tagen setze ich mich wieder in den Zug, fahre wieder in die Heimat und an Silvester treffe mich wahrscheinlich mit einer Person. Mit einem Kumpel. Und das war's. Das war dann 2021. Und irgendwie ging es am Ende doch ziemlich schnell. Das Jahr, wenn ich jetzt versuche, so ein Fazit zu ziehen, dann ist es irgendwie so, dass meine Erwartungen an das Jahr nicht erfüllt wurden. Nämlich, dass wir zur Normalität kommen, dass sich die Welt ein bisschen beruhigt. Ganz im Gegenteil. Höchste Inzidenzzahlen ever und was weiß ich, ne? Aber das Jahr hat trotzdem meine Erwartungen übertroffen. Andere Erwartungen. Die ich hatte, wurden nicht erfüllt, aber andere Erwartungen wurden übertroffen. Weil für mich persönlich war es eigentlich ein gutes Jahr. Klar, paar Konflikte mit der Arbeit und so, gut. Mal unzufrieden gewesen mit einem YouTube-Video, gut. Dann, dass zwischendurch bei Baby Unix kam, gut. Aber insgesamt war es ein schönes Jahr. Ich habe viel über mich selber auch gelernt durch das Schulpraktikum. Ich habe auch nochmal festgestellt, wie wichtig menschlicher Kontakt ist. Und zum Ende des Jahres hin habe ich einen Schritt gemacht, um eine sehr, sehr eingerostete, ich würde eher sagen verlorene Freundschaft wieder aufzuwecken. Also ich ewig vor mir hergeschoben habe, wo ich immer dachte, oh, es fühlt sich nicht richtig an, habe ich jetzt endlich angestoßen. War lange überfällig. Und das war mir nochmal wichtig, das dieses Jahr noch zu machen. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt einen Deckel drauf machen und sagen, 2021 war ganz gut. Problem ist, ich habe wie gesagt keinen Optimismus für kommendes Jahr. Ich denke nicht, dass die Pandemie beendet wird. Ich sehe das nicht. Wir kriegen eine Impfpflicht, aber ob das hilft bei Mutanten und weiß der Geier. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja auch noch irgendein Komet, Dinosaurier, keine Ahnung, Doc Ock um die Ecke. Weißt du es heutzutage? Es kann ja alles passieren. Ne? Und deswegen, mein Optimismus ist so ein bisschen weg. Ich mache mein Ding. Ich schreibe meine Bachelorarbeit. Deadline 15. Februar. Das ist nicht mehr lange hin. Holy shit. Ab April geht der Master los. Und dann gucken wir mal, was ich Ende des Jahres erzählen kann. Ich hoffe Gutes. Ich hoffe Gutes. Ich hoffe, dass wir 2021 an Silvester 2022, ich bin noch nicht, das wird lange dauern, bis ich das in meinem Kopf habe, dass wir 2022 an Silvester sagen können, ey, dieses Jahr gab es coole Videos, coole Streams, privat ging auch einiges ab. Vielleicht das BBU-Treffen? Das wäre auch mal schön. Im Sommer. Komm, wenn die Fallzahlen wieder niedrig sind, wenn die Inzidenz nur bei 400 liegt und nicht bei 1000, kann noch ein BBU-Treffen machen. Am besten in Köln am Karneval. Gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Ich will nicht weiter länger quatschen. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, dass euer Jahr auch ganz gut war. Und hoffe vor allem, dass euer Jahr 2022 noch ein Stückchen besser wird. In dem Sinne, danke nochmal für euren Support. Und ja, alles Gute. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen bei diesem zweitlängsten Silvester-Talk. Wer hätte es gedacht? Haut rein. Bis zum nächsten Video. Guten Rutsch. Ciao, ciao.